Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play. Es handelt sich hierbei um Scrapnaut, welches am 20.01.2022 für die Nintendo Switch erscheint. Und das in den Sprachen Japanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und auf Englisch. Es handelt sich bei Scrapnaut um ein Action-Multiplayer-Adventure und sagt eigentlich nicht viel aus, deswegen sage ich es mal anders, ein Farming-Survival-Game. Ihr könnt das Spiel laut Angaben von Nintendo bis zu 4 Spielern spielen und ich war jetzt eigentlich der Meinung, bei Koop meinten sie 2 Spieler und nicht 4 Spieler, aber wir gucken jetzt einfach mal ganz kurz rein. Ihr seht auch hier, es gibt einen Online-Server und oben seht ihr auch den Ping und alles drum und dran, also es ist sogar für online möglich. So, die Sprachen hatte ich jetzt gerade schon gesagt. Das sind die ganzen Einstellungen, die ihr hier vornehmen könnt. Soundeffekte, Musik, Kontraste und die Helligkeit. Und natürlich könnt ihr auch euer Spiel speichern, so wie es aussieht, und laden. Aber wir wollen jetzt einfach mal direkt ins Spiel reinschauen. Und ey, wir dürfen uns sogar unseren Charakter erstellen. Das finde ich ja schön. Schwierigkeitsgrad normal. Schwer. Okay. Tutorial-Anzeige lassen wir an. Sperre den Schwierigkeitsgrad. Nö, lassen wir mal. Und das ist mein Charakter. Er sieht nicht gerade spektakulär aus. Er hat nämlich nur ein Auge. Aber ein Auge hat ja nichts zu bedeuten, ne? Ich meine, mit dem zweiten sieht man mehr. Oh mein Gott, ob ich dafür jetzt GZ bezahlen muss? Naja. Wobei, eigentlich ja nicht, ne? Ich habe ja jetzt gerade Werbung für die gemacht. Egal, darum geht's jetzt nicht. Es geht jetzt darum, was ist dieses Scrapnaut? Bewegung. Mit dem linken Controller-Stick benutzen, um die Kamera zu drehen. Auch mal interessant. Und um in eine Richtung zu rennen, müssen wir halt die eine Richtung gedrückt halten. Beziehungsweise wir müssen nicht in eine Richtung gedrückt halten, sondern wir müssen die Taste gedrückt halten. Die L-Taste. Schalter. Aber wir gucken jetzt erstmal, was haben wir hier? Und wo sind wir? Inventar können wir öffnen. Hier haben wir unser Inventar. Schön strukturiert, finde ich in Ordnung. Kann ich hier... Nein, ich kann hier nicht mit den Controller-Sticks arbeiten. Das ist leider nicht möglich. Also ich muss hier wirklich einzeln durchgehen. Klick, klick. Keine Rasterfunktion. Hier haben wir das Rezeptbuch. Stelle mit Hilfe des Crafting-Tisches einen Eimer her. Errichte einen Brunnen und fülle den Eimer mit Wasser. Pflanze die Samen an und bewässere sie mit dem gefüllten Eimer. Hier haben wir das Journal. Benutze die Schalter, um die Tür zu öffnen. Und hier haben wir die Karte. Und... Das scheint erstmal auf den ersten Blick eine große Karte zu sein. Finde ich schon mal gut. Hineinzoomen, herauszoomen. Ah! Okay. Was haben wir noch? Benutzen, interagieren, fallen lassen und der Chat, den wir jetzt aber nicht brauchen. Schalter, interagieren. Also nicht benutzen, sondern interagieren. Quest aktualisiert. Geh zum Computer. Wo ist der Computer? Tomaten. Ah, mit L und R können wir hier wechseln. Schrott. Haben wir hier noch irgendwas zum Einsammeln? Steuerkonsole. Nichts Interessantes. Eine Kiste. Stoff? Können wir das so schnell rübernehmen? Aufteilen, verschieben. Ah, einfach nur A drücken. Oh, oder nimm alles. Nimm alles, hörbar, nimm alles. Okay. Skillbuch. Schaufel. Du kannst Bücher sammeln, um deine Crafting-Skills zu verbessern. Du kannst verschiedene Arten von Büchern auf der Insel finden. Technologie, Schmiedekunst, Alchemie und Verwaltung.
Crafting. Nutze spezielle Tische und deine Skills, um neue Gegenstände zu fertigen. Verwaltung. Sammle blaue Bücher, um die Stackgröße in deinem Inventar zu vergrößern. Jedes Buch vergrößert die Stackgröße um 1. Wo ist denn die normale Stackgröße? Oh. Heilung. Und dann haben wir auch nochmal Tomaten. Also ich glaube, jetzt haben wir hier alle Tomaten aufgesammelt. Ich glaube, oh, doch, da ist noch ein Bucher. Ein Skillbuch auf Technologie. Ich glaube aber, ich habe jetzt hier nichts übersehen. Ich gucke jetzt hier nochmal. Da ist noch eine Kiste. So, jetzt mache ich mal hier den. Nimm alles. Und dann packt es mir eh da unten rein. Okay. Und da ist auch noch eine Kiste. Nimm alles. Oh, halt, warte. Na gut, ich glaube jetzt nicht, dass ich das. So, Schrott. Tomate. Schrott. Samen. Konserve. Geh zum Computer. Ja, ja, mache ich gleich. Da war ich schon. Konserve, Samen. Damit habe ich schon alles. Jedenfalls sehe ich mir nicht. Und die Steuerkonsole kann ich noch nichts machen. Also gehen wir nach oben. Konserve. Gegenstandsradar. Halt, nee, warte mal. Wo war mein Inventar? Da war mein Inventar. Den Samen, den lasse ich jetzt mal da. Drücke Y, um mit diesem Gegenstand Sachen zu finden. Das ist eine Spitzhacke. Da ist noch Schrott. Da ist noch ein Buch mit Schmiedekunst. So. Ne, warte mal, das machen wir jetzt mal hier hin. Packen wir die Samen doch mal ganz kurz in das Inventar. Ich finde es gerade interessant, was wir hier schon am Anfang bekommen, bevor wir überhaupt bauen können. Also sozusagen für die Art Tutorial. Wir nehmen alles. Du musst die Tür zerstören. Zerstöre Tür. Mit einer Spitzhacke. Nicht mit der Axt, weil ist ja Metalltür, ne? Und wir sehen sogar, wie die Haltbarkeit flöten geht. Das finde ich schon mal gut. Das ist eine Werkbank. Hier haben wir nochmal Schrott. Da haben wir nochmal Samen. Da haben wir schon wieder Samen. Ein Skillbuch. Sauerstofftank. Schrott. Schrott. Das ist die Werkbank. Also nochmal ins Inventar. Den Sauerstofftank packen wir erstmal hier hin. Die Samen packen wir auch erstmal nach oben. Und leider wissen wir immer nicht, wie groß die Stackgröße ist, aber egal. Was können wir denn herstellen? Eine Eisenaxt haben wir, eine Eisenschaufel haben wir, ein Eimer, Eisenspitzhacke, ein Brett. Stoff aus Blumenkohl können wir Stoff herstellen. Oh Mann. Steinziegel, einen kleinen Generator, eine Schrottspitzhacke. Mhm. Dafür brauchen wir dann Kristalle. Also wir können jetzt eigentlich schon erstmal alles herstellen, was wir irgendwo herstellen können. Wir haben jetzt also hier keine Einschränkung, nur es halt, was davor ist. Aber ich habe soweit eigentlich alles. Und hier können wir das Ganze in Kategorien einteilen, ne? Ja. Okay. Ach, da haben wir noch eine Truhe. Habe ich jetzt noch irgendwas übersehen? Glaube nicht. Dann gehen wir mal zum Computer. was ist passiert? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Kannst du den Flugschreiber prüfen? Irgendetwas hat das zweite Triebwerk beschädigt. Der Rumpf ist komplett zerstört. Wo kann ich Hilfe finden? Wir sind in der Nähe eines alten Turms abgestürzt. Vielleicht findest du dort etwas Nützliches. Ich werde dort nachsehen. Warte kurz. Die Luft um das Luftschiff herum ist kontaminiert.
Behalte die Sauerstoffanzeige auf deinem Rucksack im Auge. Ist das alles? Draußen kannst du einen Schild finden. Auch andere Gegenstände könnten sich als nützlich erweisen. Komm zurück, falls du etwas findest. Finde den Schild. Sauerstoffanzeige in meinem Rucksack. Ah, da. Verschmutzungsgrad. Dieser Balken zeigt den Grad der Luftverschmutzung an, deinem Standort. Wenn der Anzeiger im gelben Feld ist, verlierst du an Sauerstoff. Sei vorsichtig. Aktuelles Ziel. Die Minimap wird dir die Richtung zu deinem aktuellen Ziel weisen. Sauerstoffanzeige. Diese Anzeige zeigt dir deinen aktuellen Sauerstoffvorrat an. Der helle Balken auf deinem Rucksack zeigt dir auch deinen aktuellen Sauerstoffvorrat. Okay. Der ist aber gerade noch nicht da irgendwie, ne? Ein Schild. Kampfhaltung. Wähle eine Waffe aus und drücke Y, um den Kampfmodus ein- oder auszuschalten. Drücke A, um anzugreifen. Dein Schild reduziert den erhaltenen Schaden und gibt dir eine 50%ige Chance, den Schaden komplett zu absorbieren. Okay, aber erstmal brauche ich doch dafür, ich möchte jetzt mal sagen, ein Schwert. Oder täusche ich mich da? Habe ich schon wieder... Moment, wenn ich jetzt schon wieder Schrott einsammle. Also ist 10 das Maximum, was ich hier stacken kann. Ja. Aktuell. Charakter-Journal-Karte. So, ich könnte jetzt hier runter oder hier runter? Ich gehe da runter. Ja, hier darf ich auch runter. Hallo? Kann ich damit angreifen? Ich würde eher mit der Axt angreifen. What? du bist gestorben. Im Kampf getötet. Ja. Und jetzt? What the fuck? Was ist das? Ich hatte doch gar nichts, um mich zu verteidigen. Okay. Er hat netterweise ihren Speicherpunkt gesetzt. Wähle eine Waffe aus. Ich habe aber gar keine Waffe. Wieso ist denn da gleich ein Gegner? Okay. Geh zum zerstörten Relaissturm. Würde ich gerne, aber... Warte mal, ich gehe nochmal ganz kurz rein und schaue, ob ich hier eine Waffe schmieden kann. Stein und Erze abbauen. Eisenschaufel, Bäumchen und Erz kann man Bäume fällen. Steinziegel, kleiner Generator. Aber ich habe doch... Mit Y kann man angreifen. Ach so. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Elektroschrott. Schrott. Dahin. Elektroschrott. Ich habe den Turm gefunden.
Komme zum Computer zurück. Okay. Also ihr müsst Y drücken, um in den Kampfmodus zu gehen. Das sieht dann so aus. Und dann könnt ihr mit A angreifen. Jetzt habe ich es verstanden, was gemeint war. Ich dachte, ich müsste mit Y sozusagen angreifen. Na. Ich habe diese Geräte neben dem Turm gefunden. Es sieht nicht sehr nützlich aus. Du könntest probieren, es mit der Hauptsteuerung im unteren Deck zu verbinden. Vielleicht könnten wir ein paar Daten zurückerhalten. Die Steuerkonsole. Komme zum Computer zurück. Okay. Die meisten Daten sind beschädigt, aber ich habe es geschafft, einen Ort herauszufinden. Was ist dort? Ich habe leider keine Ahnung, aber das ist deine einzige Chance. Ich habe eine Markierung auf deiner Karte gesetzt. Du solltest dort nachsehen. Gehe so schnell wie möglich dorthin. Geh zur Luftfilterung. Okay. Schauen wir mal, wo hat er denn das markiert? Auf dem... Von jetzt muss ich mir überlegen, wie war die Karte? Nach unten, ne? Boah, das ist eine Strecke. Aber wir bleiben mal auf dem Weg. Weil sowas natürlich dann doch schon wieder sehr lohnenswert ist. Eisenerze. Da ist ein Gegner. Stock, Baum, Baum, Stock. Einfach mal querfeld einlaufen. Halt, da. Ich habe deine Ladung gesehen. Es ist unglaublich, dass du noch deine Landung gesehen. Es ist unglaublich, dass du noch auf deinen Beinen bist. Warte mal, bist du ein Mensch? Ich habe das letzte Mal vor 2 Jahrhunderten einen gesehen, als dieser Teil der Insel noch zum Überleben geeignet war. Was machst du hier? Meine Beine sind kaputt. Ich kann mich nicht bewegen. Was ist das für eine seltsame Maschine da in der Mitte? Das ist ein Luftfilter. Er war ein Versuch, gegen die Luftverschmutzung zu kämpfen. Diese Maschine und viele andere sind kaputt. Ich weiß leider nichts über die anderen Filter, aber diesen hier zu reparieren sollte nicht allzu schwer sein. Wo kann ich Teile dafür finden? Du solltest alles, was du brauchst, in meinem Schutzraum finden. Ich werde versuchen, ihn zu reparieren. Wie repariert man das? Wähle den Luftfilter aus, um die benötigten Gegenstände zu sehen. Füge Gegenstände hinzu. Wähle den benötigten Gegenstand aus und klicke auf den Luftfilter, um den Gegenstand hinzuzufügen. Reparieren. Füge alle benötigten Gegenstände hinzu, um den Luftfilter zu reparieren. Ach echt? Oh Mann. Schön. Jetzt wird's hier aber echt voll. Skillbuch, Verwaltung. Noch ein Skillbuch. Schrott. Samen. Rüstung. Warte mal, ist das ein Rüstungstisch? Lederstiefel. Oh, Lederhemd. Schutz 3, Schutz 2. Nehme ich doch erstmal das Hemd, oder? Und dann ziehen wir das doch mal an. Zack. Und schon sehe ich doch schon viel besser aus. Tomaten, warte mal. Ich kann doch bestimmt die Tomaten essen, ne? Benutzen. Und ihr seht hier links meinen Hunger und meine Gesundheit, wie sie steigt. Plus 8 zum Essen, plus 10. Plus 10, okay. Wird aber erstmal reichen. Elektroschrott. Ich weiß ja gar nicht, was ich brauche. Ich sammle hier einfach alles mal ein. Ich glaube nicht mal mehr, dass ich so viel Schrott brauche. Jetzt wird es ja aber eng. Da ist noch ein Buch. Elektroschrott. Waffentisch. Oh.
toll, aus dem Holz. Aber schön, was hier drin ist. Ja, kann man mitleben. Konserven. Werkbank, achso. Wie repariere ich den denn jetzt? Achso, da war ich schon dran. Luftfilter. Achso, gedrückt halten. Okay. Kleiner Generator. Falscher Gegenstand. Ich muss das auswählen. Okay. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Erstmal ins Inventar gehen. Genau. Und so. Ah, ich kann atmen. Habe ich jetzt hier eine Energiekuppel oder was? Rede mit Rusty. Wie ich sehe, kannst du jetzt atmen. Schön. Wo kann ich die Teile für mein Flugzeug finden? Vielleicht findest du etwas in der verlassenen Fabrik im Süden der Insel. Ich werde dort nachsehen. Das ist wahrscheinlich unmöglich. Diese Distanz ohne Sauerstoff zu reisen, ist der sichere Tod. Ich habe einen Plan, aber du musst mir später helfen. Was kann ich tun? Zuerst musst du dich um dich selbst kümmern. Du wirst nicht überall Konservendosen finden. In der Nähe gibt es einen geeigneten Platz, um ein Lager zu errichten. Ich habe eine Markierung auf deiner Karte gesetzt. Es ist ein spezieller Platz. Du kannst sofort Strukturen dort errichten und dich auf mögliche Angriffe vorbereiten. In der Nähe findest du auch ein Gebäude mit einem Teleporter. Wer weiß, vielleicht bringst du ihn wieder zum Laufen. Ich habe auch ein Gerät für dich, das innerhalb des Baufeldes Rohstoff in ausgewählte Objekte umwandelt. Komm morgen zurück, nachdem du dir deinen persönlichen Zufluchtsort erschaffen hast. Darf ich hier einfach runterspringen? Was ist das Haus? Achso, das ist jetzt gerade da, wo ich schon drin war, ne? Geh zu deinem Camp. Ich stelle mir gerade die Frage, wenn ich das drehe. Ah, okay, deswegen. Neuer Gegenstand, Deckteleporter. Drücke R, um in den Baumodus zu wechseln. Rufen Sie die Registerkarte Hilfe auf, um Informationen zum Farm, Kochen und Elektrizität anzuzeigen. Behalten die Indikatoren rund um deine Basis im Auge. Sobald die gelb leuchten, steht ein Angriff bevor. Anbaufeld, Kochtopf, Pflanzen. Holzboden, Windrad. Dafür brauche ich Bretter. Erstmal ein Zelt oder sowas. Okay. Hiermit kannst du Gemüse zu Konserven verwandeln. Eine Holztreppe darf ich schon bauen. Und ein Holzzaun. Okay. Dann hole ich jetzt erstmal Holz. Stamm. Mit dem Stamm darf ich jetzt nichts machen, oder was? Oh, ne, ich muss ihn extra ausgraben. Ich muss echt extra ausgraben. Ist das ein Witz? Nein, es ist ja ein Ernst. Okay. Baum. Also wieder zurückwechseln. Okay, also kommen wir jetzt erstmal hier zu dem klassischen. Ich baue mir eine Basis. Und mein Inventar ist voll.
Bleib doch mal stehen. Mann, es bleibt nicht stehen. Anbaufeld, nein. Holzboden. Wir brauchen Bretter. Bretter kann ich woher? Wo komme ich denn Bretter her? Okay, wo bekomme ich jetzt Bretter her? Von einer Werkbank, die ich mir herstellen kann. Okay. Stech die jetzt erstmal dahin. Hölzernes Zelt. So, Werkbank nutzen. Und dann Items herstellen. Spiel gespeichert, das ist auch schön. Holzboden. Kann ich zwei Stück herstellen. Eine Holztreppe, eine Holzwand. Davon kann ich auch noch welche herstellen. Hey! Eine. Schön. Warte mal. Oh, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich muss was essen. Gut, Pilze bringen jetzt nicht ganz so viel, aber egal. Hui, das war knapp. Hier kannst du Samen anpflanzen. Dann pflanzen wir mal Samen an. Ja, 5, 6, 7, 8, 9. Anbaufeld. Okay, also auch hier muss ich dann die Samen entsprechend in mein Inventar packen und dann anpflanzen. Wovon habe ich denn 9? Davon habe ich 9, von den Blumenkohlsamen. Man kann aber nicht gedrückt halten. Okay, das haben wir. So, dann würde ich mal sagen, liebe Leute, wie es weitergeht und wie unsere Basis sich weiter aufbauen wird, das erfahrt ihr dann im nächsten Part hier bei Scrapnaut. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann ein Abo und aktiviert die Glocke. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal und ja, ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.